Guck dir mal an, wie das vorwärts geht in Grönland. Ich habe noch kaum irgendwas geskillt. Das Ding rastet komplett aus. Ich glaube, das hier ist ein Speedrun-Szenario. Jedes Jahr, wenn die Zeit kommt, wo es draußen ein bisschen wärmer ist, fühle ich mich, als wohne ich direkt an der Rennstrecke, weil hier vor dem Haus verläuft eine relativ lange gerade Straße und alle Sportwagenfahrer und Motorradfahrer tun so, als wäre das der Hockenheimring. Also wenn man irgendwas im Hintergrund hört, hier läuft kein Formel-1-Rennen vor meinem Haus. Das sind nur Raser. Wisst ihr was? Die Menschheit an sich ist eigentlich was total Tolles. Wir haben diesen Planeten besiedelt, wir sind ganz oben an der Spitze der Nahrungskette, wir sind sehr gut darin, uns an neue Situationen anzupassen und irgendwie immer klarzukommen. Das ist ganz toll, aber manchmal ziehen wir irgendwie nicht alle an einem Strang und deswegen heißt die einzig mögliche Lösung Alien-Schwarmbewusstsein durch Alienwurm. Denn genau das werde ich heute tun. Willkommen zurück hier bei Plague Enke Wolf, wo ich, wie gesagt, ein Schwarmbewusstsein der Menschen erschaffen werde. Mit einem Neuraxwurm, der auf diesem Planeten anscheinend landet. Und ne, mit diesen ganzen tollen Menschen konfrontiert wird und sich denkt, hey, was wäre, wenn ich die alle vor meinen Karren spanne? Und dann schauen wir mal, was passiert. Genau, ich muss die Menschen upgraden und sie quasi in ein Schwarmbewusstsein verwandeln, in eine Schwarmintelligenz, die dazu bereit ist, zu den Sternen zu fliegen und dann wahrscheinlich weitere Welten einzunehmen. Was haben wir sonst noch in diesem tollen Szenario? Fragwürdige wissenschaftliche Terminologie, alles klar. Alienviecher, komisches Zeug, Zeug, das wahrscheinlich schon irgendwer anders besser gemacht hat. Ganz furchtbare Wortwitze, davon bin ich ein Freund. Noch schlimmere, hier erzwungene Referenzen und Anspielungen, nice. Und einige Events, die etwas komisch sind. Ich freue mich, 5 von 5 Sternen, das heißt hoffentlich was Gutes. Ist, wie gesagt, ein Neuraxwurm, den ich jetzt noch ausstatten kann. Bonus-DNS, Nachahmer, Landbewohner. Sieht eigentlich gut aus. Ich lasse das einfach mal so. Wenn es Probleme gibt, kann ich das ja immer noch ändern. Auf Normal, bitte. Und dann heißt das Ding Hypheus Mindus. Also wegen Hive Mind, Schwarmintelligenz. Ich lasse das einfach mal so. Das klingt doch ganz nice. Das ist ein süßes Bild. Oh, guck mal. Oh, guck dir mal die kleinen Zähnchen an. Ist total süß. Okay, ich suche quasi jetzt die erste Person, um diese Schwarmintelligenz zu gründen. Und die Menschen erscheinen wie die perfekten Kandidaten. Wo darf's losgehen? Hier? Irgendwo hier kommt ganz, ganz abgefahren hier oben. Also ich dachte, ich kann überall hinklicken und dann kommt dieses Startsymbol. Aber nee, das geht nur in bestimmten Grenzen. Dann machen wir irgendwie hier so mitten in Russland. Geht's los. Und dann gucken wir mal, was das Ding so Spezielles drauf hat. Okay. Das heißt, hier springe ich quasi auf Flugzeuge auf und verbreite mich stärker in ärmeren Ländern, weil die Leute, oder weil ich dann quasi in die Leute gehe, die da hingehen und da helfen wollen. Alles klar. Dann das hier. Es ist ziemlich hip, Teil des Schwarmbewusstseins zu sein. Das heißt, das ist besser für reiche Länder. Und auch allgemein, das heißt, da verbreite ich mich dann irgendwie über das Internet anscheinend. Dann Amphibienwürmer. Okay, die können dann Wasser überleben. Und gleitende Würmer. Die können dann durch die Luft gleiten. Wie so ein Flughörnchen, nur länglicher und ohne die Arme. Alles klar, und ich kann mich auch an Vögel hängen, um quasi irgendwie mitgenommen zu werden. Okay, dann haben wir das. Ein intelligentes Kollektiv. Das heißt, dadurch werden die Leute intelligenter und auch vielleicht ein bisschen angeberisch und kommen ein bisschen kälter rüber, weil sie eben mehr mit dem Brain an Sachen rangehen und weniger mit ihren Gefühlen. Dann haben wir hier das Übliche, die galaktische Medizinresistenz. Okay, das heißt, da wird das Ding abgehärtet durch die ganzen interstellaren Reisen, die das Ding hinter sich hat. Ich stelle mir das übrigens so vor, ne, dieses Würmchen hockt in so einer kleinen Kapsel, ungefähr so groß wie so ein, keine Ahnung, so eine Smarties-Dose oder sowas mit einem Triebwerk hinten dran und schießt sich einfach irgendwo nach da draußen, weil es einfach keine Lust mehr hat, auf seinen Heimatplaneten und landet hier auf der Erde und denkt sich, jo, kann man machen. Okay, pass auf, Nummer 1, wie immer, Kälteresistenz in Russland ist relativ kühl. Dann kann ich mich da mehr verbreiten. Dann hätte ich eigentlich noch gern das hier und dann das hier. Und quasi das ist das Äquivalent zur Luft- und Wasserübertragung. Das wäre auch noch ganz cool. Das fände ich auch noch nice. Und es wurde ja auch gesagt, es gibt irgendwie einzigartige Events. Das heißt, das, was hier ab und zu aufploppt, was auf der Welt passiert, ist dann anscheinend auch custom. Ich habe keine Ahnung. Ein neuer Energiebericht bestätigt, dass mehr Pylonen gebaut werden müssen. You must construct additional pylons. Sehr gut, das war auch schon immer im Spiel. Das kommt nicht aus dem Szenario. Das war schon immer im Game, aber es kommt relativ selten vor. Ich habe 14 Punkte. Ja, das ist ja nice. Warum nicht? Komm, dann können die jetzt durch die Luft fliegen irgendwie und sich auch an Vögel heften, um irgendwie vorwärts zu kommen. Ich habe keine Ahnung. Das ganze Ding ist komisch.
Aber hey, ich bin ein Alien-Viech. Ja? Was für die Menschen komisch ist, ist für mich ganz normal. Ich persönlich finde die Menschen komisch, muss ich sagen. Menschen sind einzigartig. Etwas merkwürdig. Aber das ist auch der Grund, warum ich sie haben will. Dann vielleicht noch das hier. Aber das ist nur für reichere Länder. Das hier ist für ärmere Länder. Russland ist, glaube ich, gar nichts von beidem. Nee. Das ist so irgendwie zwischen den Stühlen. Dann vielleicht... Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich mache mal beides. Komm, ich kann es mir leisten. Ich mache mal beides. Und dann haben die auch einzigartige Namen. Hivebook. Okay. Das heißt, die Leute, die das Ding dann haben, die machen irgendwie Gruppen in Social Media Sites. Und dadurch wird das Ding... Oder verbreitet sich mehr Hivebook. Alles klar. Und da die Leute, die das haben, die machen noch mehr Charity-Arbeit in eben solchen Ländern. Das heißt, das verbreitet sich dann schnell. Das ist gut. Das ist wirklich... dass jede Stufe einzigartige Beschreibung hat. Das finde ich nice. Ich bin übergesprungen. Mehrfach sogar. Nice. Das ist, was ich sehen will. Alles klar. Jetzt eskaliert es aber ein bisschen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Okay, perfekt. Dann einmal Hitzeresistenz, weil das brauche ich sowieso irgendwann. Das hier, die interstellare oder die galaktische Medizinresistenz. Okay, das heißt, das Ding frisst einfach so regelmäßig Medizin und wird deswegen abgehärtet. Alles klar. Und das hier ist spezifische Inkubation. Ah, das heißt, unter Laborbedingungen funktioniert das Ding nicht so, wie es normalerweise funktioniert. Dann können die das auch nicht so gut erforschen. Und hier ist nochmal die zoonotische Verschiebung. Okay, aber dadurch forschen sie schneller. Das ist nicht unbedingt, was ich haben will. Weil dann kann ich auch andere Sachen außer Menschen irgendwie bekommen. Aber das ist nicht unbedingt, was ich haben will. Weil... Na, dann geht eben die Forschung etwas schneller. Ich kriege jetzt auch Flugzeuge. Wo darfst du denn hingehen? Wo machen wir Urlaub? Argentinien, habe ich gehört, ist ganz cool. Australien ist so ein Standardurlaubsziel. Komm, wir machen mal Urlaub in Australien. Und schauen da mal vorbei. Das Ding eskaliert komplett. Aber komplett. Das ist so auf schnell gemacht. Guck dir mal an, wie das vorwärts geht in Grönland. Ich habe noch kaum irgendwas geskillt. Das Ding rastet komplett aus. Ich glaube, das hier ist ein Speedrun-Szenario. Ich muss jetzt nur ein bisschen Punkte sparen, damit ich am Ende alles raushauen kann. Und die Menschen dann quasi zu einer interstellaren Gruppierung machen kann, die unter meinem Kommando steht. Aber das Ding eskaliert komplett. Ich musste quasi jetzt gar nichts skillen. Das rastet komplett aus. Neuseeland haben wir schon. Philippinen haben wir noch nicht. Karibik. Ich habe gehört, Karibik ist auch ganz schön. Da kommen die ganzen Piraten her. Da kann man auch mal vorbeischauen. 58 Punkte, 59 Punkte. Ist ja unglaublich. Dann noch die Philippinen. Ist auch ganz hübsch da. Ganz nice. Ganz nice. Und dann ist es jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Welches Land fehlt noch? Okay, ein Großteil von Afrika. Ein bisschen was von Südamerika, ein bisschen was hier. Aber ich meine, wenn ich noch richtig mich auf diesem Kontinent hier verbreiten kann, was gerade passiert, habe ich effektiv die ganze Welt. Ich habe 9... Es war gerade da. Es war gerade die Nice-Zahl. Spiel, du hast die Nice-Zahl ruiniert. Zentralafrika. Ja, komm. Wir fliegen mal rüber. Das hier ist easy peasy. Habe ich mich verklickt am Anfang? Nee, ne? Ich spiele das auf normal. Es ist nur so einfach. Alter Schwede, bitte was? 105, 176 Punkte. Alles klar. Alles klar. Dann noch einmal Hitzeresistenz. Komm, warum nicht? Dann kommen wir in den warmen Ländern besser klar. Und dann warte ich jetzt einfach ein bisschen. Bis hier alles voll ist und hier noch alles. Ne? Mexiko sträubt sich auch ein bisschen und Saudi-Arabien auch. Ich warte einfach, bis da alles voll ist und dann wird rausgehauen. Dann habe ich so, müsste ich so um die 200 haben, wenn es so weitergeht. Und dann ist das hier relativ schnell erledigt. Das heißt, das hier... Okay, das Ding macht jetzt Sachen von allein. Das heißt, das hier... Das ist das erste Symptom. Das hier ist quasi der Gegenentwurf zu den Necromorph von letztem Mal. Das war ja, also nicht super schwer, aber einfach punkteökonomisch super anstrengend. Hier habe ich einfach, ich habe 168 Punkte. Das ist krass. Muss man wirklich sagen, das ist relativ krass. Hier geht es nicht vorwärts. Was ist denn da los? Ja, komm. Ja, ich habe keine Lust, so lange zu warten. Dann mache ich irgendwie noch. Wobei, Hivebook bringt auch nicht so viel. Hier, jetzt hat das Ding halt doch auf einmal Flügel. Das ist schon ein bisschen gruselig. Was wurde freigeschaltet? Déjà-vu. Okay. Die Leute wissen, wer sonst noch das Ding hat. Okay. Und dadurch ist er ihnen gegenüber freundlicher. Und
sorgt dann dafür, dass Leute, die es noch nicht haben, mit diesen Leuten interagieren. Das ist richtig hintenrum. Und bumm, das müsste es gewesen sein. Fragezeichen. Iran und Naher Osten fehlen noch. Jetzt, da ist es. Alles klar, 178. Pass auf. Dann, ne, dass die Leute gegenüber anderen Leuten erst auch haben, freundlicher sind. Das muss sein. Dann, bestimmte Bereiche des Körpers werden eventuell größer, um Leute anzuziehen, die das noch nicht haben. Nee, das ist nicht nötig. Aktuell ruhig. Oder Ruhigkeit. Die Leute werden ruhig. Okay? Und dadurch laufen sie einfach mehr. Und sind halt allgemein gechillter. Es fühlt sich fast so an, als helfe ich den Menschen wirklich, ne? Okay, hier geht es den Leuten dann auf einmal nicht mehr so gut. Ich nehme das zurück, was ich gerade gesagt habe. Alles klar. Alles klar. Das heißt, da faltet sich das Brain zusammen, um Platz zu machen. Ich soll es einfach nicht in Frage stellen. Das sind nur Vorbereitungen. Für was? Ach komm, ich kaufe mal alles. Multitasking. Okay, hier werden die Leute besser darin, mehrere Dinge auf einmal zu machen. Okay, das wäre manchmal wirklich ziemlich praktisch, hätte ich das im Real Life. Fragilität. Okay, das heißt, Weisheit kommt mit einem Preis, denn dieser Balken geht etwas hoch. Ich versuche mal, das zu umschiffen. Weil, ne, wenn ich schon hierher komme und die Menschheit übernehme, dann doch bitte alle. Hier geht es den Leuten nicht ganz gut. Ich muss das skillen. Alles klar, ich muss das skillen. Dann Vorbereitung. Okay, das heißt, erst wird das Brain kleiner, also zusammengefaltet, und jetzt wächst es aber. Das heißt, ich habe quasi mehr Dichte. Und Leute, die schwächer sind, die schaffen es halt nicht. Aber die will ich auch nicht haben. Okay, das Erwachen, The Awakening. Und jetzt werden die Leute unglaublich intelligent. Alles klar. Aufgewärmte Seele, kombinierte Intelligenz, Universalübersetzung. Alienifizierung, oder wie immer man das übersetzen soll. Okay, das heißt, da sind sie nicht mehr so kalt wie vorher. Das setzt die Schwere jetzt wieder zurück, teilweise. Okay, mehr Empathie gegenüber den Leuten, die das nicht haben. Überzeugung. Okay, das heißt, da ist es quasi, da versuchen oder überzeugen die Leute die anderen davon, dass sie doch bitte beitreten sollen, weil das ist für uns alle besser. Alles klar. Kombinierte Intelligenz. Und ich glaube, das hier ist auch wieder ein bisschen runtergegangen. Identifizierung, Universalübersetzung. Okay, das heißt, jeder kann jede Sprache verstehen und hört die dann einfach als seine eigene. Das wäre so unglaublich cool, wenn wir das in echt hätten. Wirklich, das wäre... Das würde die Welt und die Menschheit, die Gesellschaft so nach vorne katapultieren. Das wäre so geil. Mehr Koordination. Okay, Aliensprache. Langsam wird es aber abgefahren. Kombinierte Intelligenz, komm. Mehr Koordination. Nice. Telepathie. Alles klar. Telekinese. Okay, Dinge bewegen mit nur deinen Gedanken. Das ist so bescheuert. Es ist so bescheuert. Die Mentalbarriere. Okay, das heißt, damit kann ich quasi, oder können die Leute sich komplett abschirmen. Und damit ist auch die Fragilität wieder gecancelt. Also das hier ist damit raus. Okay, ein mentales Force Field. Wer ist das? Professor X oder was? Aliensprache, sicher? Alien-Wissen. Okay, und damit wollen jetzt die Nicht-Infizierten quasi beitreten. Okay, das heißt, dadurch wird Alien-Technologie auf der Erde hergestellt. Wie viel gibt's hier noch? Dann werden die Leute langsam zu Aliens. Es gibt noch unglaublich viel. Okay. Das heißt, das Blut ist jetzt dunkelblau. Alles klar. Mehr Augen. Ist viel schwerer zu heilen. Alles klärchen. Hier leben die Leute länger. Mehr Arme. Okay, atmen durch die Haut. Wer ist das? Quiet aus MGS 5 oder was? Längeres Leben. Und das hier kann ich mir natürlich nicht leisten. Kann ich, oder brauche ich dafür alles andere? Ich kann nichts zurückentwickeln. Das kostet mich was. Ach, war es das schon? Ich musste gar nicht alles machen. Die Welt wurde quasi erleuchtet. Okay, schon bald können sie von ihrem traurigen kleinen Planeten runter und hier eine Kolonie oder ein Koloniensystem gründen, was das ganze Sonnensystem
überspannt. Okay, die letzten Menschen haben ihr Schicksal akzeptiert und werden willkommen geheißen. Das war's schon. Einfach nur die Welt wurde erleuchtet. Das heißt, ich musste bis da kommen, wo quasi die Symptome die Farbe wechseln. Das war super easy. Das ist nur ein Symbol, weil es wahrscheinlich auch 100 Mal schneller geht. Aber das war... Das war cool. Also, ich hätte das jetzt mit einem halben Brain spielen können, sind wir mal ganz ehrlich. Das war wirklich, wirklich, wirklich easy. Aber das war cool. Also es war nicht so besonders wie die Necromorph, aber da steckt auch Arbeit drin mit diesen ganzen extra Symptomen und den komischen Beschreibungen. Das ist schon cool. So, weil das jetzt aber nicht so schwer war, würde ich sagen, wir machen noch was anderes. Lost Christmas oder X-Nano. X-Nano klingt cool. Okay, das heißt, seit das Nano-Ding geheilt wurde, sind 50 Jahre vergangen. Aber irgendjemand hat eine Kopie davon mitgehen lassen. Und hat daraus quasi den neuen X-Nano gebastelt. Okay, die Welt hat sich aber seitdem sehr verändert. Die Leute haben mehr künstliche Teile. Die armen Länder sind jetzt reicher. Okay, andere Länder haben bessere Medizin. Kann ich alles über den Haufen werfen? Hoffentlich ja. Okay, ich schau mal. X-Nano in dem Fall. Ja, das ist der Kollege. Bonus ist nachher mal Luftbonus. Ja, lass ich mal Widerstandsfähigkeit, statische Symptome, ja, immer gern. Und dann heißt das Ding natürlich X-Nano und wir legen los. Das hier ist aber kein Nanovirus, das ist nur eine Bakteriophage, ne, so heißen die Dinger. Okay, ich kann mir auch nicht aussuchen, wo ich anfange. Es startet immer hier. Das ist ein bisschen blöd, weil hier bringt mir der Luftbonus nichts, hier wird mir aber auch der Landbonus nichts bringen, glaube ich. Deswegen ist das kein großes Problem. Der 18.01.2067. Alles klar, los geht's. Und die wissen natürlich sofort, dass ich da bin, weil das ist Nano. Das heißt, das Ding geht sofort los. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ja, da ist es. Ich höre schon das Geräusch. Das ist neu. Okay, chemische Toleranz. Okay, das ist für reiche Länder. Luft. Das ist der Klassiker, dann das kennen wir alles, zoonotische Verschiebung, kennen wir auch alles, Symptome sind noch nicht frei. Das hier ist aber, nee, das ist teilweise dasselbe. Okay, damit unterbreche ich es und hier habe ich mehr Zeit, bevor es wirksam wird. Das heißt, hiermit halte ich es quasi an und hiermit verschaffe ich mir Zeit. Das ist mal das Erste, was ich kaufe. Okay, Body Takeover. Ja, damit kann ich dann die Symptome verschalten, die wirklich Damage machen. Und hier kann ich Dinge berechnen. Okay, damit kann ich mich in Computer hacken und andere Internetgeräte. Kann ich ganz, ganz viele Fähigkeiten freischalten. Das will ich sehen. Okay. Ist das hier? Ja, Computer Hacking. Damit kriege ich Internetzugang. Ich gönne mir das mal. Okay. Und hier hacke ich quasi Computer und schicke dann Signale an andere Computer, dass sie mich quasi bauen sollen, replizieren sollen. Das ist cool. 10 Punkte dafür. Und das erhöht das auch massiv. Das ist geil. Das ist richtig cool. Okay, und hier habe ich noch ein bisschen was dann noch weitere Sachen freischaltet und mich schwerer zu heilen macht. Das heißt, da kann ich dann meine eigene genetische Information irgendwie verändern. Und wir haben 12 Punkte, die sind aber richtig schnell dabei. Nochmal Verlangsamung. Ja, sollte ich eigentlich. Na, ich. Ja, sollte ich eigentlich. Das hier. Komm, ich mach das gleich. Ich verschaffe mir gleich mehr Zeit. Genau, dadurch repliziere ich mich quasi überall auf der Welt. Und krieg einfach random Länder dazu. Wo es dann auch losgeht. Das ist cool. Okay, mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das hier muss langsamer sein. Wobei, stimmt, das ist ja wie ein Reshuffle. Ich dachte, das macht es einfach nur langsamer. Nein, ich habe schon wieder falsch gemacht. Das hier ist wie ein Reshuffle. Und das hier bremst es. Beziehungsweise hält es an. Ganz kurz. Ich kann es ja nicht bremsen. Das geht nur über Symptome. Stimmt, das heißt, das hier am Anfang habe ich effektiv umsonst gekauft, weil ich habe den Fortschritt von irgendwie 1% wieder auf 0 zurückgesetzt, obwohl ich es von 10 auf 0 hätte zurücksetzen können. Ups, es passiert mir jedes Mal, wenn ich das Ding spiele. Oh nein, ich wurde sequenziert. Das finde ich aber nicht schön. Davon bin ich kein großer Freund. Nochmal Bremse ziehen? Ja, bitte nochmal Bremse ziehen. Dann das, weil ich bin, glaube ich, aktuell in mehr kalten Ländern als in heißen Ländern. Dann ist das auch mal erledigt. Dann hätte ich noch gern das hier für 17.
auch für die warmen Länder auf diesem Planeten. Und dann sind die halt echt relativ schnell bei der Sache. Eine neue unscheinbare Krankheit. Ja, ja. Unscheinbar, ja. Das ist ein sehr gutes Wort. Einmal reshuffle. Alles klar. Dann das, weil ich muss da rein. Okay. Erhöht Ansteckungsgefahr deutlich. Ja. Ja, bitte. Für 8. Ich meine, solange es das hier nicht hochmacht, ist es egal, weil ich werde sowieso von Anfang an, oder wird eine Heilung versucht, das heißt, es ist egal, ob ich gesehen werde oder nicht. Ich kann auch raushauen und das muss ich auch. Ansonsten habe ich nämlich verloren. Wenn ich das hier zu... Siehst du mal, wie es eskaliert. Wenn ich das hier zu langsam spiele und zu vorsichtig spiele, dann kann ich das nicht gewinnen. Das wäre nicht das erste Mal, dass es so abläuft. Und das werde ich nicht zulassen, denn ich bin X-Nano und X-Nano ist Nanovirus 2.0. Okay, ich habe Punkte ohne Ende. Warte, das hier für kalte Länder, ne, das ist so Standardding. Das hier wollen wir nicht. Das erhöht es nur ein bisschen, das erhöht es zu stark, weil das ist halt gerade richtig heftig. Dann noch das. Okay, gab es nicht noch andere Sachen? Das hier. Genau, erst jetzt, gerade eben war es noch Körper, jetzt kann ich auch direkt ins Brain. Komm, wir gehen mal ins Brain. Wir gehen mal da rein. Okay, die Leute kooperieren weniger. Hier drehen sie einfach völlig durch. Und hier werden sie traurig. Ich mach mal das. Für 0. Okay, da wird überhaupt nicht mehr kooperiert. Das heißt, jetzt ist vielleicht auch die Heilung erschwert. Deutlich schwerer zu heilen. Ah, nice. 102 Punkte. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ja, okay, dann würde ich sagen, einmal alles. Damit es erledigt ist, wo stehen wir hier? 70. Ah, ist nicht so geil. Ein letzter Reshuffle. Komm. Warum nicht? Ach, das ist die Überladung. Jetzt bin ich für ein paar Wochen komplett immun. Ich habe nicht gelesen. Jetzt sind die Leute traurig. Das ist die Überladung. Stimmt. Habe ich nicht richtig gelesen. Ich glaube, danach geht es aber schneller. Das heißt, jetzt geben die etwas mehr Gas. Das ist die Replikator-Überladung. Das mache ich jetzt nicht. Das lohnt sich nämlich noch nicht. Dann noch einmal das. Wenn ich dann irgendwann mal hier oben bin. Da ist es. Und ich glaube, ich habe jetzt alle Länder der Welt. Ja, ich habe alle Länder der Welt. Das heißt, wir hauen eine Beobachtungsliste. Ja, ich könnte nichts machen. Replikator-Überladung. Gönnen das hier für das harte Zeug. Und dann Überladung. Es knallt richtig. 80%. Okay, komm. Yes, ich habe alle. Zuerst alle. Das waren alle. So, jetzt möchte ich diese Party gerne zu einem Ende bringen. Hiermit. Dann Isolatoren. Nein. Das hier. Oh. Bionic Redirection. Okay. Das heißt, da kann ich wirklich quasi fast schon wie Leute steuern. Okay. Das hier, weil es halbwegs günstig ist. Aber da müsste ich jetzt Punkte verdienen. Ansonsten kriegen die das hier noch rechtzeitig hin. Weil, okay, das Ding macht jetzt von alleine. Ich meine, die sind nicht wirklich schnell. Weil die Symptome halt gegen sie arbeiten. Aber ich bräuchte noch ein paar Punkte für das härtere Zeug. Weil ansonsten könnte das knapp werden. Wobei, ist es gerade rückwärts gelaufen? Es sah gerade so aus, als wäre es rückwärts gelaufen. Ist es wieder cursed? Nee, es läuft nicht rückwärts, aber es ist ganz langsam. Alles klar, ich habe gewonnen. So, der Balken ist so voll. Jetzt ist Ende Gelände. Das ist X-Nano. Irgendwie fühlt sich das fast so an, wie das, was das Nano oder der Nanovirus ursprünglich sein sollte, weil so richtig reingehen und die Kontrolle übernehmen und richtig abgefahrenes Zeug machen, das ist schon geil. Also es fühlt sich wirklich an wie der normale Nanovirus, aber halt Version 2.0 Mark 2.0, weil 2 von 3 Symbolen, siehst du mal, weil so viele einzigartige Fähigkeiten. Das war cool. Okay, das war nice. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann waren die Szenarios jetzt relativ geil. Also X-Nano fand ich richtig nice, wie gesagt, weil einzigartige Symptome, man hat sich wirklich wie so eine übermächtige kleine Maschine gefühlt, die Dinge machen kann, die die Menschheit sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das Alien Hive Mind Ding war auch cool.
Ich fände es klasse, was die Leute im Spiel für Zeug aus dem Hut zaubern. Da wäre ich definitiv nicht kreativ für genug, weil die Leute haben auch gesagt, ich soll mal ein eigenes Szenario machen. Mir fällt halt nichts ein. Aber was die Community so macht, das ist schon krass. Ja, das, also X-Nano fand ich jetzt besser als den normalen Nanovirus. Das ist meine persönliche Meinung, die steht so. Das ist eigentlich das, was normalerweise im Spiel sein sollte, weil das Ding ist so einzigartig. Das war klasse. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Zwei Szenarios und bei dem ersten Versuch. Ich bin einfach gut.